Entscheidung vertagt. Im vierten Spiel der Best-of-5-Finalserie um die deutsche Wasserballmeisterschaft gewinnen die Wasserfreunde Spandau 04 ihr zweites Spiel in Folge. Auf geht's, Spandau, auf geht's! Die Berliner erzwingen so ein fünftes und entscheidendes Spiel in Hannover. 8:6 heißt es am Ende, dank einer geschlossenen Defensivleistung und eines überragenden Laszlo Baksa im Tor. Wir haben mit dem Laszlo Baksa hinten eine Mauer wieder im Tor. Der hat zurück zu seiner alten Form gefunden und dann ist man auch wesentlich konzentrierter im Angriff und kann wesentlich ruhiger, sage ich mal, vorne spielen. Man weiß, man hat hinten immer noch jemanden, der eine Notfalllösung ist, falls mal doch nicht alles so läuft in der Verteidigung, wie es soll. Und dann gewinnt man so eine Spiele. Auch taktisch sind die Wasserfreunde wie bereits in Hannover bestens eingestellt. Und das, obwohl Trainer Peter Kovacevic rot gesperrt fehlt. Ein Schicksal, das die Wasserfreunde allerdings mit dem Gegner teilen. Auch Waspo-Coach Carsten Seehafer nach roter Karte nur als Zuschauer dabei. Liegen da etwa die Nerven blank? Ich sehe das nicht so, dass die Nerven blank liegen. Ja, man ist konzentriert. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Mit blanken Nerven kann man nicht ordentlich spielen und wir sind auf das Spiel fokussiert und werden, wie gesagt, hier eine konzentrierte Leistung abliefern. Und das ist von Beginn an zu spüren. Gleich im ersten Viertel legen die Hausherren den Grundstein zum Erfolg, stehen hinten sicher und sind im Abschluss eiskalt. Hier bereits das 3:1 durch Piersiewicz. Und wenn Hannover doch mal durchkommt, gibt es im Tor ja immer noch Baksa, Baksa, immer wieder Baksa. 4:1 die Führung der Wasserfreunde nach dem ersten Viertel. Hannover offenbar stärker verunsichert durch die Trainersperre. Ja, wir haben natürlich ein großes Manko, weil unser Trainer im Gegensatz zum anderen Trainer unberechtigt rausgeflogen ist. Haben wir natürlich taktische Defizite, weil er ja doch mit der Mannschaft verwachsen ist. Muss ich einspringen, werde mein Bestes geben, aber das ist schon ein Manko. Ein Manko, das die Niedersachsen offenbar nicht kompensieren können. Zwar macht es Brigulia mit seinem Treffer zum 7:6 zu Beginn des Schlussviertels noch einmal spannend, doch Wasserfreunde-Kapitän Markus Stamm unterstreicht kurz darauf mit einem wuchtigen Wurf zum 8:6, wer sich am Samstag auf dieser Trophäe verewigen lassen will. Aber Samstag, jetzt kommt ein neues Spiel. Ich wollte sagen für meine Mannschaft, das war ein Profiarbeit oder Profijob, was wir hat heute gemacht. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Power, noch ein bisschen Herz und Samstag können wir die Meisterschaft gewinnen. Und wenn Laszlo Baksa und seine Männer in Hannover wieder so auftreten, dann kann es was werden mit der 36. deutschen Meisterschaft für die Wasserfreunde Spandau 04.